Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum allerersten. Wir können Dr. Cheese als Hände sehen. Nice. Nein, zu einem kleinen Unboxing. Heute mal mit dem Elite-Controller von der Xbox. Ich hatte eben schon mal versucht, das aufzunehmen, aber da ist leider etwas schief gegangen. Aber, naja. Xbox-Controller. Entschuldigung, wenn sich das ein bisschen Hall anhört. Mein Zimmer ist nicht so vollgestellt und ich mache das gerade auf mein Tisch. Naja, Xbox Elite Wireless Controller und irgendein Blablabla. So. Unten noch mehr Blablabla. Linke Seite, Xbox und ein schönes Bild von diesen schönen Schaltwippen. Das könnte laut werden. Entschuldigung. Und nichts. Auf der rechten Seite ganz viel Blablabla. Mit 3 3,5 mm Stereo, Headset, bla bla bla. Cool. Also kann man jeden erdenklichen Kopfhörer da anschließen. Schön. Auswechselbar, auswechselbar, mit Tasche. Hui, Batterien und ein USB-Kabel. Nice. Unten hatten wir schon. Ah, hinten hatten wir noch nicht. Schöner Controller. Hier nochmal schön mit den schönen Wippen und ganz viel. Oh, hier. Schneller feuern. Blablabla. Alles klar. So. Dann öffnen wir was Schönes. Geht schwer auf. Da ist er drin. Aber so zur Seite. Dann erstmal hier weiter auspacken. Ich glaube, das müsste der Kabel sein. Ja, weiß, Kabel. Ist ein langer Kabel. Den erstmal zur Seite. Da ist noch was drin. Batterie, brauche ich nicht. Ich habe einen Akku. So, was gibt's denn hier noch? Ah, ganz viel Blablabla. Ich weiß, wie man einen Controller an eine Xbox anschließt. Mehr. Ja, ich weiß auch, wie man die Batterien anlegt. Alles klar. Schön. Und. Aha, ja. Sehr interessant. Warum nicht? Bla, bla, bla. Brauche ich auch nicht. Was ist das? Noch mehr, bla, bla, stell das mal weg. Und jetzt zum Hauptding. Schön. Harte Verpackung, dass man den auch schön, in der Verpackung ist es nicht, das ist eine schöne Tasche, dass man den auch schön überall mitnehmen kann, auch wenn man in einem Rucksack ist oder darunter fällt, der ist schön geschützt da drin. Finde ich richtig gut. Öffnen wir was schönes Teil. So, und oh, vielleicht mit einer schönen Tasche hier oben. Bestimmt für den Kabel. Ja, sollte klappen. So, dann haben wir hier das schöne Stück. Dazu kommen wir gleich. Und hier noch die Auswechseldinger. Einen kleinen Pinöppel und die großen Pinöppel. Die sind größer als die, die da jetzt dran sind. Weiß nicht, wie man mit sowas spielen kann. Aber vielleicht wird das irgendeinen Tag mal geben, an dem ich mit den Kackdingern spiele. Ein bisschen. Hoch. Nee. Nix für mich. Und ein. Nee. Komm raus da. So. Ein kleines Kreuz. Komm her. Schön. Das wäre dann lieber einen normalen Controller. Gut, dass ich einen hier habe. Ein ganz normales Kreuz. Schön. Kann man nochmal sehen. Normaler Controller. So. Nischt. Aber der Elite-Controller, wir nehmen das erstmal hier kurz ab. Das wieder zurück. Elite-Controller sieht ganz anders aus. Hier schön hinten die schönen Tasten, die man auch rausnehmen kann. Alle. Dauert manchmal ein bisschen. Die kann man auch hier reinlegen. Ja, das kann man sehen. Die kann man da auch reinsetzen. Wenn man den dann mal ganz auseinandergebaut mitnehmen will. So.
Deswegen kann ich erstmal wieder zurück machen und zur Seite. Jetzt geht's. Der Controller! Man kann diese ganzen Sachen hier abnehmen. Kann man so auch spielen. Ja, fühlt sich komisch an. Was man bei einem normalen Controller nicht machen kann. Da kann man sein ganzes Spielverhalten verbessern durch. Auch hier das Fadenkreuz, D-Pad oder wie auch immer man das nennt, ist bei einem normalen Controller ein bisschen komisch. Wenn man so in der Ecke vielleicht kann man nicht so schön mit drehen, wenn man damit spielen will, aber hier besser. So, gehen wir erstmal zur Seite. Es geht ja um diesen hier. Was macht mein Laptop gerade da? Ah, genau. Gut. Ja. Hier noch einen kleinen Schalter. Im Moment weiß ich nicht, wofür der ist. Entschuldigung. Aber könnte dafür sein, was hinten alles so passiert. So. Was man beim SCUF auch meistens hat, ist, dass man so umstellen kann hier. Das finde ich nämlich richtig nice. Du kannst auch nur einen umstellen, den anderen zu lassen. Ist beim Schießen gut. Wenn man den umgestellt hat, braucht man nicht so lange durchdrücken, wenn man schießen will. Bei Autorennspielen ist es dann wieder nicht so gut, weil man da viel Gas geben muss. Und nicht nur ein bisschen Gas geben, weil dann bleibt man lieber mal auf der Stelle stehen. Das ist nicht gut. So. Hier noch mit schön Palme Maus halt. Hier noch mit schön Anti-Rutsch. Das ist bei einem normalen Controller hier nur ein bisschen. Bei den Elite-Controller ist es auf beiden Seiten hier. Na, auch noch. Und was dabei steht und was mir auch aufgefallen ist, der ist schwer. Der ist schwerer als ein normaler Controller. Zwar ist er ja auch mehr eingebaut, aber wow. So. Man kann den auch über USB benutzen, wie auch der normale Controller. Dadurch, dass es ein Elite-Controller ist, hat er diesen schönen Anschluss hier schon. Da kann man nämlich alle Headsets anschließen und den normalen Xbox-Anschluss für die Tastatur, für dieses andere Headset-Ding schön reinstecken. Hab da nicht gesagt. So. Schön gewippen. So, wenn man einfach Xbox dran ist, dann kann man, wenn man den verbunden hat, alles einstellen. Zum Beispiel, man kann halt A, X, Y, B, bla bla bla. Auch diese kann man auf die Händen verteilen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in einem Spiel ist, man ist gerade beim Schießen, Zielen und muss sich hier noch bewegen und alles, und man will sich dann noch abrollen, das geht dann nicht. Dafür haben wir dann hinten die Tasten und kann man dann sich abrollen, zum Beispiel. Oder man muss sich irgendwo verstecken, dann kann man sich hier noch fertig machen und alles. Das finde ich wirklich nice. Zwar, was man nicht machen kann, ist unten so ein D-Pad. Das ist ja... Ja, wenn man sich gerade bewegt und dann doch noch zum Beispiel jetzt bei Division eine Granate holen muss oder aus Langeweile einfach mal... Ich hoffe, das habe ich gerade richtig gemacht. Hampelmann. Falls ihr das nicht wisst, ihr werdet es noch früh genug sehen, wenn ich irgendwann mal von Division ein Video mache. Kommt bald. Aber ich will nicht so viel versprechen, aber es kommt bald. Ja. So. Das müsste jetzt eigentlich alles sein, bis auf das, dass es hier auch noch grün ist. Was ich schade finde, dass es nur den halt so gibt, wie er jetzt ist. Das wäre schön, wenn es einen anderen gibt. Den habe ich schon mal gesehen. Ich muss mal kurz aufstehen. Ja, wo habe ich den? Ah, zack. Autsch, das helfen. Ein Forza 6 Controller. Und den als Elite Controller, das sieht nicht nur geil aus, das wäre auch Hammer. Ja, ich habe ein paar Controller, ich weiß. Aber so wie er jetzt ist, ist er schon geil. Ja. Mehr gibt es eigentlich zu denen auch gar nicht mehr zu sagen. Falls was noch zu sagen gibt, steht es in den Kommentaren, weil mir fällt im Moment gerade nichts mehr ein. Bis auf, ja, nichts. Ja, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zum nächsten Video. Besser gesagt, bis zum nächsten Unboxing. Ich habe nämlich noch eine schöne Sache hier. Die zeige ich aber noch nicht. So. Tschüss.